Wir sind Fachanwälte verschiedener Fachrichtungen und wir sprechen wirklich viel untereinander, denn man reinigt eigentlich auch seine Gedanken, man formt seine Gedanken im Gespräch mit dem anderen. Jeder hat andere Kompetenzen und ich glaube, dass durch diese vielen Gespräche die Qualität auf jeden Fall besser wird. Wir waren ja die erste Kanzlei hier in der Region, bei der alle Anwälte Fachanwälte waren, weil wir einfach glauben, dass die Mandanten am Spezialisten verlangen. Wenn der Mandant zu uns kommt, dann betritt er eine helle, freundliche Kanzlei. Er bekommt bei uns schnell einen Beratungstermin, was in einer schwierigen persönlichen Situation ungemein wichtig ist. Und wir kümmern uns als Fachanwälte der wichtigen Rechtsgebiete um die kompetente Lösung seines Problems. Der Mandant vertraut uns seine Probleme, seine Fragen an. Er will sie hier in guten Händen wissen. Nur wenn er dem Anwalt vertrauen kann, dann öffnet er sich auch und wir können einen optimalen Job für ihn machen. Also wir arbeiten ja auch mit den modernsten Kommunikationsmitteln. Jeder hat sein Spezialgebiet. Und wenn da irgendwo Fragen sind im Nachbarbereich, das ist einfach geschickt, dass man einfach ins nächste Zimmer rübergehen kann und den Kollegen fragt. Das Besondere an unserer Kanzlei ist, dass wir kein Zusammenschluss sind von Einzelkämpfern, sondern wir verstehen uns in der Tat als Team und wir praktizieren das auch so. Also die Kompetenz kommt dann oftmals vermittelt durch zwei Anwälte beim Mandanten an. Sie haben bei uns immer die Möglichkeit, einfach mal anzurufen, Ihr Problem zu schildern und wir geben Ihnen eine erste Einschätzung, kann man was machen? Wir können Ihnen auch relativ schnell sagen, mit welchen Kosten müssen Sie rechnen und versuchen dann gemeinsam mit dem Mandanten möglichst zeitnah eine Taktik zu erarbeiten, was in diesem konkreten Fall zu machen ist. Das Besondere bei uns ist, dass wir uns, jeder Anwalt spezialisiert hat auf 2 bis 3 Fachgebiete. Also da versuchen wir sozusagen das Rundum-Paket zu liefern. Faire Beratung, gute Beratung. In vertrauensvoller Atmosphäre und in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre. Wir kennen die Leute hier, wir stammen hier aus der Gegend, wir sind hier verwurzelt. Wir müssen natürlich in die Zukunft schauen und weiterhin dort auch die Weichen stellen.